Willkommen zurück zu Minecraft. Beim letzten Mal haben wir hier wieder ein bisschen rumgewerkelt. Heute werden wir hier auch nochmal ein bisschen rumwerkeln, einfach mal, weil ja, wir müssen ja irgendwann auch mal damit fertig werden, oder? Glaube ich, hoffe ich, ich habe keine Ahnung. Ne, weil wer nicht fertig wird, ne, der wird nicht fertig. Deswegen fangen wir einfach mal hier so ein bisschen grob an. Guck mal, wie weit wir kommen. Wahrscheinlich werden gleich wieder die ganzen Steine nicht reichen, aber abwarten und Kakao trinken. Das wird schon irgendwie, glaube ich, hoffe ich, ich habe keine Ahnung. Das ist sowieso, ne, ein Unterfangen, das ich hier mir auferstellt habe, ne, das wird irgendwie ewig dauern. Da habe ich so das Gefühl, wir sollten auch hier drin wieder Fackeln anbringen. Die Frage ist halt nur wieder wie und wo. Erstmal bringe ich sie wieder so vollkommen willkürlich an, nur damit hier in den Gängen nichts spawnt. Ne, man weiß ja, wie das ist. Zack, wumm, ist es so minimal dunkel. Zack, wumm, spawnen da irgendwelche Monster. Muss nicht sein, stehe ich nicht drauf und will ich auch nicht drauf stehen. Klingt klingonisch, ist auch so. Aber nur denn. Wir kriegen das hin. Die Frage ist, wann? Ne? So, da hoffe ich auch mal, dass wir überhaupt hier genug ansatzweise Steinchen haben. Ich habe keine Ahnung. Ich habe keine Ahnung, ob wir dafür genug Steinchen haben. Wahrscheinlich nicht. Wie viel haben wir denn noch? Ach ja, so ein bisschen was. So ein bisschen was haben wir noch. Das können wir hier auch nochmal eben schnell verwursten. Hier ist ja sowieso hier so ein bisschen Turm. Da können wir das bisschen Turm hier auch mal ein bisschen hier erhöhen. Ne? Und dann so ein Stückchen weit. Weißt du, geht es immer so ein Stückchen weiter. Nicht viel, aber zumindest ein Stückchen. Ja, und irgendwann haben wir dann die Mauern hochgezogen und wir können sagen, hey, das ist eine Mauer. Wir haben da ja nur 30 Folgen für gebraucht, so nach dem Motto eigentlich wesentlich mehr. Wir haben jetzt schon mehr als 30 Folgen, glaube ich, für das da. Ja, und naja, das wird schon irgendwie, glaube ich, hoffe ich. Ich habe keine Ahnung. Es ist... Ich weiß nicht, was ich mir dabei gedacht habe. Ne? Wenn man Gedanken einfach herstellen könnte, weißt du, einfach mal so plupp, weißt du, Gedanke fertig, du, dann wäre es auch zu einfach. Aber dann, ne? Für seine Gedanken, die man halt umsetzen möchte, muss man halt immer wieder irgendwas tun. Man glaubt es gar nicht, aber es ist so. Man muss hin und wieder etwas tun. Auch wenn ich eigentlich schon so ein bisschen so, weißt du, das ist ja immer so, wenn ich dann halt zu lange an einem Bauprojekt dran bin, weißt du, dann sehe ich das mehr als Last, als ein, ja, Hobby, fast, könnte man fast so damit vergleichen, ich habe keine Ahnung, ich weiß nicht, wie ich es definieren soll, jedenfalls, ne, ich brauche immer Abwechslung hier, Abwechslung da, ihr wollt ja auch irgendwo Abwechslung haben und wollt nicht irgendwie monatelang hier mir beim Mauern bauen zusehen, ich würde ja auch eigentlich gerne mal bald wieder auf eine Höhlentour gehen, einfach mal weil, ne, nicht weil, wir unbedingt irgendein Material brauchen, außer natürlich Stein, ja. Wenn wir irgendwas brauchen, dann ist es Stein. Wissen wir ja. Und, ja, mal gucken. Irgendwann kriegen wir das auch nochmal hin, dass wir dann auf Höhlentour gehen und sagen können, hey, geil, Höhlentour, yay, weißt du? Aber noch nicht jetzt. Aber bald. Und dann müssen wir auch noch zu den Koordinaten hin und. Ah, so viel zu tun. So viel zu tun. Weißt du, man müsste sich selbst einfach 30 mal aufteilen. Aber wirklich. Und dann mal gucken, wo man dann steht. So nach dem Motto. Ich habe keine Ahnung. So, hier haben wir auf jeden Fall schon mal die Zweierhöhe. Da ist ja schon mal etwas. Bis wir die Mauernhöhe da erreicht haben. Du, das dauert auch noch ein bisschen. Ne? Das muss ja bis... Da ist ja dann der Boden. Nein, nicht da, sondern da. Das heißt, da kommt da eh noch so ein bisschen was. Ja, Halleluja. Aha, so. Einfach nur mal um das... Ich brauche sowas manchmal, weißt du? Einfach nur, damit ich mir das hier so ein bisschen so verinnerlichen kann, wie das dann alles irgendwann mal werden soll, was... Wie viel Arbeit mir da noch bevorsteht und... Oh. Bin out of Steine? Out of Steine! Das geht doch nicht! Aber wir haben Katzen! Yay, Katzen! Ein Kanaya. Und sowas auch nicht. Auch nicht. Also zwar Steine, aber halt jetzt nicht die Steine. Das ist doof. Da haben wir noch ein bisschen was. Dann können wir die auch nochmal eben schnell verwurzeln. Ne? So viel Zeit muss sein. Sage ich jetzt einfach mal so. Und ja, das wird sowieso noch großartig genug. Glaube ich. Hoffe ich. Ich habe keine Ahnung. Ah, es dauert. Es wird lange dauern. Es wird sehr, sehr lange dauern, bis wir da auch nur ansatzweise irgendwie was Fertiges auf die Bühne stellen können, damit wir dann hier den inneren Bereich machen. Ne? Weil wirklich den inneren Bereich mache ich halt erst, wenn wir sagen können, jo, wir sind außen soweit fertig.
dann begebe ich mich an die Arbeit, alles, was so drumherum ist und drinnen rum und. Ne? Dann kommt hier die weitere Terraform-Arbeit, aber halt auch erst, wie gesagt, wenn wir mit den Mauern fertig sind. Irgendwann. Also wirklich, irgendwann. Also, es dauert noch. Es dauert noch sehr, sehr lange. Sehr, sehr lange. Aber weil ich auch nicht der schnellste Bauer bin. Ich bin sowieso kein gelernter Bauer. Ne, das können andere viel besser als ich. Ne, ich kann das nicht so mit dem Getreide und so. Nein. Auch sonst irgendwo, ne? Man sieht ja, wie ich immer wieder mich verbaue, immer wieder irgendwo runterfalle. Eigentlich so das Standardprinzip. Aber das ist ja auch vollkommen Wumpe. Ah, siehst du? Ne? Da fängt es schon wieder an. Da fängt es an. Und jetzt darf man natürlich gucken, wie man jetzt hier wieder hochkommt. Ich glaube, ich brauche hier immer wieder hier so ein bisschen Freiraum hier zum Hochklettern und so weiter. Ich glaube, das wäre nicht so verkehrt. Und ich baue jetzt hier auch immer so vollkommen willkürlich einfach mal irgendwo irgendwelche Blöcke hin, weil eigentlich ist es gar nicht mal so verkehrt, überhaupt irgendwo Blöcke hinzusetzen. Ne? Bei den Massen, die wir hier verwursteln müssen, ist das, hoffe ich, nicht so verkehrt. Aber ich brauche nach wie vor ein paar Fackeln, die halt hier und dort und überall Wache stehen. Nicht, dass es da dunkel ist, ne? Das geht ja nicht. Kannst ja nicht dunkel machen in Minecraft. Ne, das geht wirklich nicht. So, habe ich denn noch irgendein Gesprächsthema, was ich hier verplumpseln kann, während ich hier irgendwie was mache? Ich glaube nicht. Ich glaube, ich habe mal wieder nichts. Es gibt ein paar Kleinigkeiten, die würde ich gerne ansprechen, aber halt dafür müsste ich mir halt ein bisschen Zeit nehmen und ein bisschen darüber nachdenken. Und das kann ich jetzt gerade halt nicht so, wenn ich sowieso jetzt hier Stein im Mangelware ist. Vielleicht, wenn wir dann Steine holen gehen oder so. Ich habe keine Ahnung. Ne? Hups. Es wird mehr Wand. Yay. Das ist nicht toll. Und dann wird man wieder auf den Boden der Tatsachen zurückgeholt, wo man dann sieht, ach Mensch, da fehlen ja noch so viele Steine. So viele und noch mehr. Und das war's schon wieder. Das gibt's doch nicht. Das gibt's doch nicht. Ja gut, dann müssen wir jetzt definitiv halt erstmal wieder zurück und mal gucken, was wir da so an Steinen holen können. Ja, das dauert ja so ein bisschen. Dann müssen wir jetzt einmal wieder in den Keller rein und dann die Steine rausholen. Das wird super. Hoffe ich. Glaube ich. Ich habe keine Ahnung. Ja, ja. Und da immer Steine brutzen müssen wir, ne? Stimmt ja, war ja was. Ach so, und hier müssen wir auch noch das Loch reparieren. Da muss ich auch nochmal Materialien holen. Aber erstmal hier jetzt zum Haus und ab in den Keller. Und wo ist die Musik? Wo ist die Musik? Musik? Also eigentlich läuft der Media Player. Der läuft da, der rattert sein Lied da durch. Das gefällt mir nicht. Entweder stürzt jetzt hier irgendwas ab oder ich weiß auch nicht. Krummelige Höhlengeräusche, das gefällt mir nicht. Ich will Musik haben, dann höre ich die Höhlengeräusche nicht so. Ja, egal. Jetzt erstmal in den Keller. Ich kümmere mich dann halt, wenn ich jetzt hier gleich eine Aufnahmepause mache, dann kümmere ich mich mal kurz drum und was soll denn jetzt der Spaß? Nehmt ernst, was soll der Spaß? Ich finde das nicht gut. Erst die Musik weg, jetzt das hier. So ein elendlanger Gang. Da hinten ist eine Tür. Da ist eine Tür. Kann doch laufen. Warum tue ich es nicht? Ich will gar nicht wissen, was hinter der Tür mich erwartet. Was ist das? Ein rotes Portal?
Was ist das? Was ist das? Ah! Bin ich hier? Das sieht jetzt aber nicht mehr so aus wie zu Hause. Also, es sieht schon aus wie zu Hause, aber es ist nicht mehr alles grün. Die Bäume. Sie sind tot. Wasser ist nicht existent. Es gibt nur Lava. Nur Lava. Aber es gibt Grillen. Das ist toll. Oder Zirpen. Ja. Ja, es gibt Zirpen. Und, da ist noch Eis. Es gibt noch Hoffnung auf Wasser. Auf Wasser. Okay, oder auch nicht. Ich habe keine Ahnung. Aber, wo bin ich hier? Warum bin ich hier? Und ich will eigentlich nur wieder zurück nach Hause. Ich wollte nur in den Keller. Nur in den Keller. Hier existiert nichts mehr. Nichts Grünes. Und die Welt ist hier irgendwie so ein bisschen abgeschnitten. Das ist... Hä? Die hört hier einfach auf. Die Welt. Na, also nicht die Zeitung, sondern die Welt. Ja. Ist das Ende aller Tage? Aber warum? Ich habe doch nichts getan. Ich habe keine weitere Atombombe gezündet. Ich habe nichts gemacht. Nix. Auch gar nichts. Kann ich jetzt in den Keller? Und da ist ja auch das Schmiedehaus. Das ist irgendwie ein bisschen defekt. Hier ist noch ein Schild. Runter von der trostlosen Erde. 1111. Okay. Ein Fuchs! Was Lebendiges, was Lebendiges! Hallo! Hallo! Oh. Hallo! Aber irgendwer hat sich die Mühe gemacht und hier sämtliches Laub entfernt. Eine Heuschrecke. Yay. Aber... Eine Schmiede haben wir auch nicht mehr. Wir sind im End. Das sind diese Pnöpels vom End. Vom Kampf gegen den Enderdrachen. Also hier zirpt außer die Grillen irgendwie so gar nichts mehr. Das ist irgendwie ein bedrückendes Gefühl. Haben wir denn sonst noch irgendwie was, außer hier ein bisschen Erde? Selbst Neumoria, an dem wir gewerkelt haben, ist weg! Es wäre sonst irgendwo da, es ist weg! Eine Katze! Aber es ist nicht die Katze, die wir sonst haben. Und die Schafe! Ne, alle weg! Alle weg! Schnauze, hast du alle gegessen, ne? Was hab ich mir gedacht? Albino-Katze, das ist mal wieder typisch. Das ist mal wieder typisch. Und sonst haben wir... Natürlich. Du. Ich. Du. Ich. Was machst du hier? Und ganz ehrlich, wo bin ich hier? Und wo ist alles? Und warum ist alles so, wie es ist? Und wo ist die Musik? Die Musik ist eine Lüge. Deine Welt ist eine Lüge. Ja, aber warum ist meine Welt eine Lüge? Weil du nicht für sie sorgst. Was soll es heißen, ich sorge nicht für sie? Es heißt genau das, was es bedeutet. Ich sagte dir, du sollst meinen Hinweisen nachgehen. Was machst du? Du baust an irgendeiner unbedeutenden Burg weiter, die du auch danach hättest weiterbauen können. Ja, und ich muss leiden für deine Fehler in der Vergangenheit. Sieh an, was aus meinem Auge geworden ist. Ja, was ist denn aus deinem Auge geworden? Ich hab mir ein eigenes reingebaut, um die Welt mit besseren Augen zu sehen. Ja, und inwieweit hilft dir das? Das ist eine andere Geschichte. Es ist mal wieder typisch. Weißt du, wenn du mit dir selbst sprichst, weißt du, dann kann das nichts Gutes draus werden. Was meinst du, was ich hier mache? Ich muss dich auch ertragen. Ja, dann töte mich doch. Töte mich doch. Nein, das wäre zu einfach und würde nichts bringen.
Ja, dann kann ich dir auch nicht helfen. Aber sag mir doch mal, was ich tun soll. Ja, jedes Mal bekomme ich hier einfach noch irgendwelche tollen Hinweise. Der letzte Hinweis ist auch schon ein bisschen lange her, ne? Also könntest du ruhig mal wieder einen neuen setzen. Aber, ne? Es ist, ne, so ein, zwei Hinweise bekommt man ja dann hier und dort, weißt du, und dann sind die kryptisch verschlüsselt, ne? Jeder weiß nicht, was genau soll ich da jetzt eigentlich machen. Und das Ende der Welt und Gedöns, weißt du? Und irgendwie hat wieder bestimmt alles mit 42 zu tun. Du bringst diese Sache genau auf den Punkt. Das mag ich so an mir. Eigenlob stinkt. Ganz ehrlich, Eigenlob stinkt. Es ist mir egal. Ich stinke auch. Ja, rat mal warum. Ein Auge. Nenn mich nicht ein Auge. Ich habe zwei Augen, aber das eine funktioniert anders. Yay, hello Mammut. Yay, super. Ja, aber jetzt mal, ne, im Ernst. Was soll ich tun? Wie wär's, wenn du erstmal den offensichtlichsten Hinweis nachgehst und zu den Koordinaten gehst, die dir schon gegeben wurden? Außerdem sind noch zahlreiche Hinweise versteckt in deiner Welt, die du bisher noch nicht aufgrund deiner Unfähigkeit bzw. aufgrund meiner Unfähigkeit nicht gefunden hast. Ja, aber. Ich weiß ja nicht mal, was mich da erwartet. Ich weiß gar nicht, wie ich mich vorbereiten soll. Und, wo ist Batman? Du hast Batman vergrault. Du hast Batmans Höhle gefunden. Du hättest sie niemals finden dürfen. Es war noch zu früh für Neumoria. Das Grauen in der Tiefe von Neumoria wird dich verschlingen. Bist du sicher? Ich meine, dich hat's ja auch nicht verschlungen. Und warum musst du jetzt hier Lensflares bekommen? Weil Lensflares verdammt cool sind. Sie betonen meine rechte Seite. Deine politische rechte Seite, oder was? Ich bin nicht rechts. Ist auch besser so. Ist auch besser so, dass ich auch in der Zukunft immer noch nicht rechts bin. Aber, wird Batman jemals wiederkommen? Das kommt ganz auf dich an. Vielleicht, wenn du mit Keksen lockst, ihm eine Betthöhle baust und dies tust und das tust. Ey, du sprichst so wie ich, lass das. Ganz ehrlich, lass das, ja? Gut. Also, Fazit ist, ich brauche Batman, ja? Brauche ich Batman, um die Welt zu retten? Ja, Batman ist ein Bestandteil der Weltrettung. Aber nicht Batman allein kann dir helfen. Du wirst weitere Hilfe brauchen. Deswegen sollst du zu den Koordinaten gehen. Ja, aber, sag mir doch wenigstens mal, worauf ich mich vorbereiten soll. Das musst du selbst herausfinden. Und nun geh wieder zurück in deine Welt und sorg dafür, dass du schnellstmöglichst dorthin gehst, wo du hingehen sollst. Was für ein wunderschöner Morgen. Habe ich gut gepennt. Aber irgendwie war irgendwas merkwürdig. Irgendwie habe ich schlecht geträumt oder sowas. Zwar gut geschlafen, aber schlecht geträumt. Irgendwie irgendwas vom Ende der Welt und von Gedöns und mit meinem Zukunfts-Ich. Aber ja, der ist ja vorbei. Auch wenn ich mich irgendwie nicht dran erinnern kann, dass ich überhaupt schlafen gegangen bin. Ich muss wirklich so K.O. gegangen, K.O. gewesen sein. Und war ja, ne? Also kriegst du nicht mal mit, dass du schlafen gehst. Ne, aber, na gut. Ne? Neuer Tag, neues Glück. Wir wollten. Ja, war nur ein Traum. Wir wollten in den Keller. Für ein paar neue Steine. Damit wir bei Burg da weitermachen können. Ne, und dann mal gucken. Habe ich irgendwie letzte Nacht gesoffen und habe mir irgendwie hier so eine Truhe gestellt? Ich meine, das wäre merkwürdig, weil ich saufe nicht. Ein Buch? Kein Traum. Von Mammut LP. So. Denk an meine Worte. Gruß aus deiner möglichen Zukunft. PS.
Du willst doch nicht, dass deine Welt mal so aussieht, oder? Dann war es kein Traum. Na, schöne Scheiße. Das heißt, wir werden sehr bald uns auf den Weg machen nach den Koordinaten. Wir haben ja die Koordinaten hier irgendwo. Hier, Tipps. Ne, hier sind ja so ein paar Tipps hier gelagert. Ich pack mal keinen Traum damit rein. Was war das? 7 und 8 war das, glaube ich, ne? Ja, gucken wir mal kurz eben an. Geht ja schnell. Einmal 8944 im Plusbereich. Wir sind hier im Minusbereich hier 5200 und 61, nee, und 6. Und 6732. Also wir müssen weit, 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 weit reisen. Sehr weit. Und ich habe nicht mal eine Ahnung, was mich dort erwartet. Ganz ehrlich, ich habe keine Ahnung. Ja, aber... Na gut, wir werden uns auf die Reise dorthin machen. Allerdings nicht jetzt sofort. Sondern erst, nachdem wir dann halt in gemeinsamen Grüppchen dann hier in Neumoria am Werkeln waren. Dann machen wir uns auf den Weg zu den Koordinaten. Und zwar wirklich umgehend danach. Ja, und da mal schauen. Das wird bestimmt super, das wird bestimmt toll. Ich habe keine Ahnung, aber wir müssen. Noch dazu müssen wir halt zusehen, wie wir Batman hier irgendwie wieder herkriegen. Aber dies und mehr erst in der nächsten Folge von Minecraft. Bis dahin, viel Spaß noch, vielen Dank fürs Zuschauen und bis denne.